Der hinter mir schon. Habt den, ich wollte auch noch jetzt. Okay. Habt ihr da erstmal ein bisschen heilen. Drüben Seiten geben. Ja, ein Weg. Wo habt ihr? Oh! Aua! Der hat den Blanzsaft einfach verfehlt und mich gehatcht oder bodyhittet. Punker Dude, einfach. Das ist normal. Oh mein Gott, hier! Unter dem. Oh mein Gott! Was ein Bastard! Kann man hier irgendwo eine Abo-Box bauen? Ah, hier ist schon eine, oder? Ne, ist noch nicht gebaut. Kommt zu Daddy. Daddy, der Ammo-Box. Cool wäre, wenn ich jetzt dafür die Punkte bekommen würde. Immer wenn sich mal die Ammo-Box, an der Ammo-Box, müsste ich dafür Punkte bekommen. Das ist ja. Halte ich für sinnvoll. Ich muss sagen, abgesehen von dieser einen Map, sind wirklich alle echt gut spielbar. Ja. Einige muss man ein bisschen lernen, denke ich, aber. Ja. Dann können wir eine Armored Car von denen. Oder gehst du trotzdem? Okay. Ich weiß nicht. Der Tank ist runter. Nee. Der weiß nicht richtig, wohin soll. Was? Das war's vor euch. Oh, jetzt genug COD. Ah, ich hab bestimmt jetzt 3 Stunden gespielt. Ja. Multiplayer. Mhm. Vierer oder? Ja, 3er. Ich glaube, ich habe mir in BF1 doch irgendwie einen extrem aggressiven Spielstil angewöhnt. Natürlich. Um das zu merken. Nur weil du nicht so behindert reingerannt bist wie ich die ganze Zeit. Weißt du ja nicht, dass du nicht. Und 3 Leute links! Ey. Der Smoke ist so dicht. Ich hab den nicht gesehen. Da war ich nicht prepared für euch. Lauf hier so ganz nichts an, sprechend durch die Gegend. Oh, der war geknifed hinten. Ja, natürlich hast du. Es ging auch so einfach im BF1 einen aggressiven Spielzug zu haben. Was du da kommen für bestraft? Weil du musst am Anfang vom Game mit Auto einfach nur random im Ecken gesliden, hast Leute getoot habt. Aggressiver geht's nicht. Ich weiß gar nicht, was du meinst. Ja. Ist schon wieder so, ne? Ich komme um die Ecke. Der Typ, den ich tilten wollte, fällt in genau dem Moment mit dem Headshot um. Wollen wir ins Hangar gehen? Achso, keine Ahnung, du hattest F markiert, das war ich jetzt. Achso, ja, ich komm mit. Jetzt bin ich schon zurückgekommen. Das will ich nicht mehr. Okay. Ich brauch Ammo, das Squadman hat das eventuell. Aber nicht für dich. Wahrscheinlich nicht, ne. Eine Radarschüssel. Piep, 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 piep. Yo, Squadman, gib mal Ammo. Mal Ammo. Ja, der hat mir Ammo gegeben. Lass ihn mal blocken, bis er mir Ammo gibt. Geht, das ist eine Ammo-Box gespawnt, das müssen wir nicht machen. No Ammo, no Movement. Jetzt ist die Frage, wo gehen wir hin? Mal eh? Eber, ich glaube noch gar nicht. Essen wir sie bei den Baracken ein. Aber dieses Pre-Render-Frame-Ding, ja. Ja, das hat's echt gebraucht, muss ich auch sagen. Das Spiel ist smoother dadurch. Das Spiel dafür besser als BF1. Irgendwie dadurch. Gefühlt. Also seitdem ich das angemacht habe, ist es auch weitaus angenehmer. Muss ich doch nicht meinen Prozessor upgraden. Reicht ja noch. Ah, ich kann nicht so weit pieken. Der nennt mich hier irgendwie so ein bisschen in Wake Island. Mit diesen Hangern. Boah, ich hab nicht so wirklich
viel Wake Island gespielt. Aber du hast ja nicht. Du hast ja nämlich trotzdem mal Wake Island. Ja, okay. Ja. Dafür bin ich glaube zu jung. Null. Um die Wake Island Flashbacks zu bekommen. Wie viele Monate älter ist? ich meine halt so, nicht so die Battlefield 2 Generation. Ach so, ja. Die Geburt von Wake Island miterlebt hat. Da wo Conquest ist, heute vielleicht noch spielbar war. Nein, also auch nicht, nur die kannten nichts anderes. Ja. Noch einer bestimmt. Ja. Ich bait noch ein paar Teammates, aber ist eh gehört, oder? Ja. Wollen wir noch clearen hier? Nein, ich kann mir noch suchen, oder? Weil du bist hier deine Range. Ich will einfach mal Range. Naja, ich hab jetzt ganz langsam schießende Waffe. Achso. Oh. Keine Ahnung, die hat keine Range. Da ist einfach so. Müll. All around. Weißt du, was meine Range ist? Leute, die mich nicht ansehen. Ich hab die Triple Collateral angehittet, die drei Leute hier. Krass. Aber Panzer. Ungenutzt. B, oder? B. Ja. Jetzt kämpfe ich ein bisschen hier, bis Hangar. Ja. Hier ist so ein kleines Vehikel. Das ist so cool. Oh mein Gott, das ist... Ich dachte, der ist tot! Der kämpft doch bloß! Mein Gott, wie langsam meine Kugeln fliegen. Da ist ein kleines Häuschen hinter zwei Leute. Du kannst ja fast schneller rennen. Fast in your bullets, bitch. Ja. Da hat mich der Tank gesaved. Ah, fuck, ich werd hinten, da wo vorhin die drei Leute waren. Ah. Hab mich gewonnen. Holy fuck, wie wenig Leben hatte ich nur. Ein Help. Ah, ich glaube, Help kommt. Ja, der Help ist da. Der Typ, der ist. Jetzt wieder D oder F? Wir gehen einfach nach F. Machen jetzt wieder unsere Runde. Jo. Durch den Fluss durch. Ah, da liegt auch noch einer. Oh. Juli! Ich hab grad meine Waffen random hin und her geswitcht. 2 Meter vor ihm. Oh. Ich konnte gar nicht. Ich hab den nicht gesehen, wo ich. Achso, war da ein Stein dazwischen. Ja. Ach, man sieht ja unten auf dem Minimap sogar Callouts. Echt? Was? Mhm. Island, East River, Fire Strip. Ach, da wo wir gerade sind, oder was? Mhm. Hilft irgendwie nicht so viel. Nö. Geforst. Ja, ziemlich. Mehr als Flaggen, links, rechts, braucht man nicht. Ja. Oh, no, fuck. Ist so, was ich weiß, was ich meine. Man. Das ist ein Disrespect, spielt gerade Singleplayer und dann ist er vorgelaufen, da kam Zeitlupe und ein Ragdoll, ey. Einfach 20 Meter in die Luft geflogen. Hier vorne ist ja so ein Trench. In der Cutscene, okay. Links hat Half-Life. Also hat er Full-Life. Herzlich. Er hatte Half-Life, als ich das gesagt habe. Vorne ballert irgendeiner rum. Ah, der wird mich holen. Du hast es. Ich
echt mehr auf Headshots gehen in diesem Spiel. Irgendwie einen höheren Multiplier als in den vorherigen Battlefield-Titeln. Ja, Zweier. Habe ich gelesen für die SMGs, glaube ich. Gut, also entweder SMGs oder Assault Rifles haben Zweier Multiplier auf jeden Fall. Ach, dann weiß ich nicht. Ich bin gerade in Selbstlader-Zone. Was bringt mir überhaupt, einen Headshots zu machen? Außer im Nahkampf da. Ja, im Nahkampf. Die Random Header, ja, ja, kenne ich. Ja, das ist halt ein Instant-Kill für mich, weil ich irgendwie 80 Schaden mache. Ich weiß, in Selbstlader in Battlefield 1. Kann man als Medic jetzt eigentlich gleich wegziehen? Nee. Nein. Zu ein TM. Die M-Box ist draußen. Fuck me. Gotta capture the objective. Wo könnte man hier gute V1s drauf schießen? Ach, guck mal, man kann immer noch durch Wände gucken, durch Wände schießen. Wenn man hier in der Ecke sitzt, warte. Nice. Ach so, ja, erst meinst du, ist okay. Ja. Das werden sie nie rausbekommen, ordentlich. Nicht in diesem. Das mich eigentlich wundert, weil sie haben es doch beim Liegen wegbekommen. Weil du halt nach vorne rutscht. Könnten sie beim Crouchen auch machen. Ja. So. Suche Leute im Hangar. Oben rechts in der Ecke. Einen gefunden. Ich choke gerade auf einen. Was denn? Hier hinten ist noch ein. Ach, und hier liegt der letzte. Ja, da hätte man ja drauf kommen müssen, ne? Ah, da steht noch einer. What? Na komm jetzt! Ah. Ja. Krass, 38 Punkte Fortification destroyed. So worth. Ist auch eine Kunst, die Cruise Missile ordentlich zu schießen. Oh! Ah, fuck, einer am Half-Life. Der hat einen Tod mir noch geholt. Nein, da ist einer am Auto. Der Kugelwagen. Die Kugel, okay. Ich glaube, ich bin unter die Map geglitscht, ganz langsam. Werft der einen von euch beiden, der Support? Ja. Jetzt bin ich durch die Map gefallen. Slow but steady. Naja, dann werde ich wohl nicht gewerft. Fatal Injury. Naja, kann man schon so beschreiben, oder? Wenn ich durch die Map gefallen bin. Wieder weil die Fangale gestorben ist. Kann ich nicht beide spawnen? Deploy Viewer? Jetzt. Okay, also wenn du mal nicht was gut ganz spawnen kannst, einfach in die Tür. Ja, das ist sogar auch schon. Ja. Oh mein Gott, ich hab zwei durch die Smoke getötet. CSGO-Style. Fucking Hacker. Chatterer. Ah, ah. Auch schon wieder diese Ecke hier, ey. Oh. Ey. Wo war das hin? You have to capture the objective. Die Vektor! Wir hatten einen dreifachen Salto gemacht, als ich überfahren wurde. Wenn ich Leute anhätte und die spotte, bekomme ich immer direkt nochmal 5 Punkte Enemy spotted. Genau. Ja. I fucked up. Könnte sein, dass wir schon welche drin sind. Direkt im Gang. Und noch einer! Nein! Ah! Hat ein
Head, Miss. Einfach hinten im Gang. Bam, einfach durch die Smoke. Ist normal. Ja, aber auch. Ein Teammate von mir rumzurennen. Ja, unter mich. I'm fucking dying. Na, oh, im Ernst jetzt? Der Dynamit auf seine Teammates geworfen? Warum? Die Strats. Hörst du? Ja, interessanterweise schon. Ich wurde gerade zwischen drei Gegnern gerannt. Aber die haben mich alle nicht. Das ist der Boden. Oh mein Gott, das ist ein Gegner gewesen hier. Okay. Ja. Mit dem Gang wollte er noch. Oh Leute, noch einer da, okay. Ja! Aber das Team hat einfach abgebrochen. Wir lagen ein ganzes Team gefühlt einfach. Das ist alle rechts, rechts dabei. So viele. Ja. Hat sie mal einfach einen 360 da in der Ecke gemacht. Ich piek den, der dreht sich aber gerade im Kreis. Oh mein Gott, der ganz oben rechts, Juli. Oh Gott! Da sind. Ja, da sind viele. Warum sind da viele? Erhöhte Position. Doch klar, oder? Wow, ich muss echt zu weit rauspieken. Okay. Boah, ich wurde so gefickt gerade. Geh mal hier Richtung A raus. Okay, hi. Ja. Vielleicht sollten wir besser Richtung B rausgehen. Ich hab gerade ein bisschen Orientierung verloren, wo ich bin. Genau, hier, ja, hier bin ich. Und wie findest du die EMP besser? Müll. Auch Müll. Läuft einfach nur gerade gut. Die ist noch schlimmer als die anderen Waffen, die ich bisher gespielt habe. Weil die ist ungenau und schießt langsam. Ja, ist warum soll ich über die spielen? Eine geile Kombi, oder? Ja, super. Und diese Waffen sind Waffen ungenau und schießt langsam. Was sind das für eine Balance? Ich weiß nicht, wie das ist, wenn man irgendwie die Upgrades holt oder so, aber die Ausgangssituation ist schon mal nicht so vielversprechend. Also. Ich glaube, die Upgrades sind nicht Autos bei den beiden schnell voll mit Waffen. Oh! Bin ich einfach an drei Steinen hängen geblieben. Der ist Richtung F. Ja, ich sehe, ich hab ihn gehittert einmal. Aber er hat kein Medikit mehr. Ah, der ist mein Nate. Ich sitze geblieben. Okay. Von sich doch. Wisst ihr, mit dem Wurfmesser hätte ich den nicht gehabt. Obwohl. Nee, die gehört 10. Aber. Mit der Waffe. Und auch ein Panzer. Oh, der hat mich gehaddert! Sag mir, Rector hat Backflip gemacht, Alter. Du wurdest so hart gehaddert, dass du Backflip gemacht hast. Der hat mich echt krass. Krasser Typ. Das sind wieder 4 verschiedene Turniere auf Twitch. Irgendwie ist halt übelst viele, also Warframe hat halt übelst viele Zuschauer gehabt auf Twitch. Ja, Rocket League Turnier ist ja, da, dann CSGO, dann Schach. Weltmeisterschaft. Oh, ist wieder. Ja. Was? Magic the Gathering. Haben wir es erzählt, Frederik, dass ich und Basti letztens mal eine Stunde lang Schach gespielt haben, einfach. Weil es so langweilig war. Das war langweilig. Ja. Und wer war am Gewinn? Juli hat gewonnen. So, zweimal in einer Stunde. Oh, eine halbe Stunde. Eins von beiden. Ne, es war schon eine Stunde. Mit der Box ist einer. Hier plötzlich strömen sie da rein. 60er Nades. Das ist so eine komische Ecke zum Sitzen da. Hier aus. Das war knapp. Na gut, wie die hier außen hocken. Viele sind auf D. Holy fuck.
viele. Warum sind so viele auf D? Weil ich hab jetzt wieder eine Cruise Missile. Jetzt erstmal sterben, während du das Ding rausholst. Ja. Ja, gestorben. Hab ich noch? Hab ich sie geschossen noch? Nee. Okay. Du bist eh zu weit weg, oder? Ah, ne. Theoretisch da. Smoke ist gepoppt. Aber von der anderen Seite, wo kein Smoke war, hat mich dann einer angepimmelt. Oh nein! Gott, was muss ich noch machen? Ja. Das wusste ich nicht. Warum das nicht? Geht. Was hast du gedacht? Ich meine, ich hab... Na, dass sie verschwindet. Ich hab einfach nicht abdrücken können. Kein. Wie? Direkt unter der Cruise Missile habe ich einen rumrennen sehen. Ja, seht ihr alle in diesen kaputten Häusern? Boah, alles kaputt hier. Ja, der liegt genau hinter meinem Buddy. Ja, ist tot. Wie hab ich da keinen geholt? Verstehst du nicht. Du hast eins dieser Dächer getroffen. Das letzte Dach, was da stand, hast du gehittet, aber... Ich habe auch ein bisschen Beat Damage bekommen. Vielleicht hat das Spiel sich so gedacht, ach, dann ist der Damage schon auf der Ebene. Go fuck yourself. Ja. So, wo hockt der letzte? Hier aus. Mein Gott, der hockt da so, wenn die auf dem Rücken liegen und die und nicht angucken. So lag der da in der Ecke. Angeblich beste Stellung. Ich sehe gerade gestorben. Was Gegner? Oh, ich weiß nicht. Die normalen Schachturniere, wenn es nicht so geteilt ist und auf 20 Minuten begrenzt, sondern 2 Stunden oder sowas, ist langweilig. Zieht sich so dermaßen. Du musst halt zwischendurch irgendwas anderes machen, ne? Kannst du nebenbei aufmachen und dann immer mal wieder reingucken. Und ich finde immer gut, wenn jemand das kommentiert. Also, auf Twitch ist dieser eine Letzte gewesen, der war ja selber Großmeister und das war so interessant, dem zuzuhören, was der Typ sich wohl dabei denkt, wenn er diesen Zug macht. Von außen gefordert. Ja. Kommt man sich schon alleine wegen dem Typen geben. Na, ich glaube so bei sowas wie hier, wie Schachts da, stirbt's auch mit dem Kommentator. Oder lebt und stirbt mit dem Kommentator. Ja. Weil es ja doch jetzt nicht so ultra interessant ist. Für den Laien. Wenn man nicht selber in der Materie ist, dann. Ja. Wer ist da noch drin? Ne? Oh, Sekunde, der hat da gerade eine Nation geworfen. Fein. Ein Squadmate Guide EWS. Alles okay. Ja. Ich weiß nicht, diese Waffe ist der pure Müll, ne? Ich spiele 31-0. Also irgendwie... verstehe nicht. Diese Leichen, die manchmal irgendwo rumstehen. Das ist kein Leiche. Oder... Das was? War ein Teammate, der disconnected ist. Das ist disconnected? Das sieht irgendwie komisch aus immer. Ich hab mich übelst ab. Oh, hier sind einige. Die sind durch ausradiert wahrscheinlich. So wie es anhört. Nee, die geht auf E. Noch 2 hier bei mir. Oh mein Gott! Ich kann rasiere, ey. Hinter uns. Ja, ups, verkackt. Vom Turm, glaube ich, da hinten an dem Zünder. Erste Flawless-Runde. Mit der schlechtesten Medic-Waffe.